Ein herzliches Willkommen und ein Moin zu unserem Gottesdienst am Sonntag Rogate. Rogate könnte man übersetzen mit der Aufforderung zu beten. Betet. Ich möchte Sie heute ein bisschen entführen in das Nachdenken über das Gebet. Keine Sorge, ich werde hier keinen Vortrag halten, sondern versuchen, ein bisschen auf Entdeckungstour zu gehen. Denn ja, viele sagen, ich hab's nicht so mit dem Beten. Und doch würde ich behaupten, wir beten viel häufiger, als es uns oft bewusst sind. Daher wird in diesem Gottesdienst die Musik auch ein wenig, ja, wie soll ich es beschreiben, ein bisschen meditativ sein. Lassen Sie sich mitnehmen in diesen Gottesdienst ins Beten. So komme Gott zu uns und gib uns die Kraft, nach vorne zu schauen, unsere Gebete aufzunehmen und uns so das Gefühl zu geben, er ist da, jeden Tag. Amen. Ich kann gar nicht beten. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Das höre ich oft, wenn ich ins Gespräch komme über das Thema Gebet. Und dann kann ich sagen, es gibt so viele verschiedene Arten des Gebetes. Ich brauche oft gar keine Worte. Manchmal reicht ein Seufzer. Oder wir kennen das gut, wenn wir erschrecken oder überrascht werden, der Ausspruch, oh Gott, auch schon ein kleines Gebet. Oder das Anzünden einer Kerze. Auch das ein Gebet. Wenn ich an die Person denke, die mir wichtig sind, und ich mich gehalten weiß durch Gott und an sie denke, wenn ich die Kerze entzünde. Meine Sorgen, meine Angst, aber vielleicht auch meine Freude in mir groß werden lasse und weiß, es ist nicht alles auf mein Wirken, auf mein Handeln gewachsen, sondern da ist jemand, der mich hält und trägt, der mit mir durchs Leben geht, der mehr ist, als ich bin. Die Frage nach dem Gebet, es ist eine alte Frage, denn schon damals die Jünger fragten Jesus, wie sollen wir beten? Und Jesus formulierte damals ja, die altbekannten Worte oder die uns bekannten Worte des Vaterunsers. Dieses Gebet, es ist ein besonderes Gebet. Denn es wird nicht irgendeine ferne Gottheit angesprochen, sondern Gott wird angesprochen als Vater, als guten Vater, der für die Seinen sorgt, für die Seinen da ist, der Schuld vergibt, der für das tägliche Brot sorgt, der von der Versuchung ja, schützt und bewahrt, der die ganze Welt in seinen Händen trägt. Das möchte dieses Gebet aussagen. Und Jesus sagt, ja, so betet, in ganz vertrauensvollen Worten, so
ja, man könnte es fast sagen, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Ihr müsst nicht überlegen, ob das die rechten Worte sind. Wenn sie aus dem Herzen kommen, sind sie richtig. Und dann ist das Gebet etwas Wundervolles, weil es die Verbindung zu Gott schafft und mir das Gefühl gibt, ich muss nicht alles können, ich muss nicht alles schaffen, ich muss nicht alles machen. Da ist noch jemand, der mich hält und trägt, in den guten Zeiten und in den schweren Zeiten. Ich wünsche Ihnen dieses Gefühl. Ich wünsche Ihnen jeden Tag ein Gebet, ein unbewusstes oder ein ganz bewusstes. Und lade Sie heute ganz bewusst ein, mit mir gemeinsam das Vaterunser zu beten, den Worten nachzuspüren und sich bewusst zu machen, dieses Gebet haben ganz viele Menschen vor uns schon gebetet. Jeden Sonntag und so manchen Alltag hindurch. Damals hat Jesus diese Worte formuliert und sie wirken bis heute. Bleiben Sie behütet. Amen. Lasst uns beten, so wie es Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in diesen Tag unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.